Manche Leute meinen genau zu wissen, wie lange und welcher Inhalt ein Werbeblock vor einem Kinofilm haben muss. Digga, wie bist du gerade aggressiv am Rauchen? Was ist denn los mit dir? Ich fühle mich wie mit Kollegen in der Shisha, aber Bro, what the fuck? In Wirklichkeit variiert es jedoch sehr stark und ist von dem Film, von der Uhrzeit, von dem Tag und dem Kino abhängig. Bei großen Blockbustern, die am Wochenende zur Primetime laufen, bekommt man oftmals einen 30-minütigen Werbeblock ins Gesicht gedrückt. Sehr ärgerlich für viele Kinobesucher. Allerdings finde ich, dass Kinowerbung schon eine spannende Sache sein kann. In dem Kino meiner Stadt, welches ich seitdem ich denken kann besucht habe, lief jedes Mal, also wirklich jedes Mal, Werbung für eine bestimmte Tanzschule meiner Stadt. Bei uns ist es immer so gewesen, Hamacher und Wechsel, ihr Farbengeschäft in der Region. Und es war immer das Gleiche und es war so, eine Werbung, die war von 2000, die lief bis 2019 einfach. Das war ganz schlimm. Lief so dermaßen konstant, dass sich diese Werbung als ein richtiger Running Gag herauskristallisiert hatte. Ja, irgendwann fiel mir aber auf, dass das Kino in Sachen Werbung schon ein besonderer Ort ist. Oftmals wird viel mehr lokale Werbung geschaltet als im Fernsehen. Im Fernsehen wiederum wird meistens Werbung von irgendwelchen Großkonzernen geschaltet. Da unten haben Sie Aldi. Vor einiger Zeit kam mir allerdings die Vermutung, dass eine lokale Kinowerbung gar nicht mal so teuer sein kann. Ich habe mir somit die Frage gestellt, wie viele Menschen man mit solch einer Art von Werbung... Vorstellung so knapp 50 Leute, gerade bei Corona maximal. Boah, während Corona läuft dann so eine Woche. Vielleicht erreichst du damit so around about 1000 Leute Maximum in einer kleinen Stadt, wenn überhaupt. Überhaupt erreichen kann. Und genau um dieses Thema werde ich mich im heutigen Video beschäftigen. Ich habe mir ein Geldlimit von 500 Euro gesetzt und schaue, wie weit ich damit komme. In diesem Video zeige ich euch, wie... Ich liebe das, wenn solche Erklärvideos so animiert sind. Ja, das muss ich auch Leon lassen, das hat er hier sehr, sehr gut gemacht. No joke. Wie viel Kinowerbung ich mit 500 Euro schalten konnte, um was für eine Werbung es sich schlussendlich handelte und wie viele Leute ich insgesamt erreicht habe. Da ich es zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht weiß, bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Freunde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Die meisten vergessen es nämlich. Lasst gerade bei diesem Video viele Likes und Kommentare für den Algorithmus da. 500 Euro ist nämlich schon ein Batzen. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Aber gemacht, Mann. Sehr, sehr gut, Leon. Zuallererst muss ich nach meiner Idee herausfinden, ob das überhaupt möglich ist. Hä? Wo ist der denn? Ist der in einem Puff? Das sieht aus wie in einem Bordell. Sag mir nicht, dass es dein neues Schlafzimmer ist, Leon, bitte. Kinowerbung zu schalten. So als YouTube. Das ist ein Hotel, oder? Vorher dachte ich, man muss so eine richtig krasse das wär schon echt Marke oder so ein Unternehmen sein. Top 10 beste Bordelle Kölns. Welches auch einen Namen hat, auch noch mit so richtig kranken Werbespots und sowas. Weil ach, das ist Greenscreen. Okay, ich bin so dumm, das ist ein Greenscreen. Ach, er sitzt da. Ne? Man das ja für gewöhnlich von der Kinowerbung auch. Dass wir das nicht gesehen haben. Kennt. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, boah, um die richtige. Ey, wie dumm, Alter. Also, das ist ja wirklich jetzt absolut peinlich, Mann, dass wir es beide nicht gecheckt haben. Ich war aber so fixiert auf den Hintergrund, weil ich das angeguckt habe, dass ich nicht die umran. Ja, ja, okay. Ja, nee, klar, passt. Ja, halt einfach der Maul, oder? Und wie ist, also jetzt, Chat, könnt ihr mir das nochmal erklären, wie ist er jetzt quasi da in diesen Raum reingekommen, wenn er da gar nicht drin war, sag ich mal? Dann bin ich auf crossvertise.de gestoßen. Die Seite bietet nicht nur Kinowerbung an, sondern auch Radiowerbung, Plakatwerbung, all so ein Zeug. Kommentiert vielleicht gerne mal, wenn ihr Bock habt, dass ich so Radiowerbung... Wieso so ein weirder Hintergrund? Weil er sich da wohlfühlt. ...oder sowas kaufe, wäre auch natürlich eine nice Idee. Es hört sich gerade richtig nach so einem Crossvertise-Placement an. Unten in der Videobeschreibung ist meine Business-Mail. Wir können super gerne Partner werden, aber das hier ist kein Sponsoring oder sowas. Ich musste wirklich 500 Euro zahlen. Die Seite ist auf jeden Fall super nice strukturiert. Auf der Kinowerbung hat man so eine Map. Ich habe jetzt bei mir Standort Köln eingegeben und dann wurden die ganzen Kinostandorte gezeigt. Ich wollte meine Werbung natürlich im größten Kino Kölns schalten, nämlich das Tinnedome am Mediapark. Wer noch nicht da war, es ist wirklich riesig. Es ist gefühlt ein Einkaufszentrum, so groß ist das. Das Tinnedome, wenn ihr das... Ist halt absolut kein Einkaufszentrum, weil da kann man nicht einkaufen. Meine Business-Mail zum Verpartnern ist unten in der Videobeschreibung. Und dann wurden auch schon ganz transparent die ganzen Preise aufgelistet. Zuerst muss ich die Länge meiner... Steht da 10.000 Euro? 10.000 Euro? Für was? Für den größten Saal. 3.700, haben die so einen großen Saal? Welcher Saal? Haben die so einen großen Saal? What the fuck? Oder heißt das in alle kumuliert? Ach, guck mal hier, doch Cinedome und dann hier. Ja, ja, genau. Kinos. Okay. In jedem von den Räumen. Und dann für wie lange? Schon, für einmal? Meiner Kinowerbung auswählen. Mindestanzahl sind 12 Sekunden. Ich habe ganze 13 Sekunden gekauft. Logischerweise, je länger es dauert, desto mehr kostet es natürlich. Dann konnte ich den Zeitraum auswählen. Der früheste Release nach Buchung ist ungefähr 3 Wochen danach. Ich habe das Ganze so am 20. Abend ist sogar zu schwer. Kannst du es lassen? Geht's dir gut? Okay, warte.
Juli gebucht und dann musste ich so circa eine Woche später meinen Videoclip senden für die technische Abnahme und sowas. Der kürzeste Zeitraum beträgt eine Woche, so lange habe ich auch meine Werbung geschalten. Man kann natürlich auch länger machen, aber kürzer, so ein Tag oder so, geht leider nicht. Dann konnte ich actually auswählen, in welchem Kinosaal ich meine Werbung laufen lassen wollte. Bei den ganzen Saalnummern stand auch immer so die ungefähre Anzahl der Personen in der Woche da. Das war auf jeden Fall echt cool, dass es nochmal vor Augen gezeigt wird, wie viele Leute denn so ungefähr in der Woche in diesem Saal drin sind. Ich konnte also nicht nach Film aussuchen, sondern ich musste nach Saal aussuchen. Dann habe ich mich für... Das ist ja so ein Gamble, das heißt, man muss so gucken, eigentlich, wo laufen die Blockbuster ungefähr, in welchem Saal immer, weißt du? Ja, aber das kannst du ja vorher nicht sagen, oder? Also, du hast einen Insider im Kino, das heißt, du musst quasi... Nee, du musst einfach nur herausfinden, wann der Kinofilm anfängt, in welchem Kino der momentan läuft und ob der dann die Woche auch noch läuft. Ja. Oder? Ich habe Kinosaal 5 entschieden. Warum? Einfach, weil es vom Budget her nicht weiter gereicht hat. Ich hätte super gerne mehrere Kinosäle gehabt für die Woche, aber es war so teuer, dass ich nur diesen Kinosaal 5 buchen konnte. Und tatsächlich ist es auch voll pokern, denn beim Cinedome konnte ich jetzt 3 Wochen vorher nicht sehen, was für ein Film jetzt in 3 Wochen im Kinosaal 5 laufen wird. Da hatte ich keine Ahnung. Ich konnte das wirklich... Ich kann mir so Arthouse-Filme, wo so 3 Leute reingehen. Ich null abschätzen. Es hätte ein Horrorfilm sein können, es hätte ein Kinderfilm sein können, es hätte irgendeine türkische Doku sein können. Es hätte aber auch, keine Ahnung, Fast and Furious 9 sein können. Was natürlich der absolute Jackpot wäre. Die Kinowerbung an sich war eigentlich gar nicht so teuer, aber dann kamen noch irgendwie so viele zusätzliche Kosten dazu, wo ich mir nur dachte, hä, wie kommt ihr jetzt auf 500 Euro? Technische Abnahmen, Betriebskosten, irgendwelche Stromkosten, ich weiß gar nicht. Das war auf jeden Fall nochmal deutlich teurer als die Kinowerbung selbst. Und genau, crazy. Dann habe ich das Ganze gebucht. Ach du heilige Scheiße. Ey, ich habe die Scheiße gerade wirklich gebucht, ne? 500 Euro gerade einfach weg. Junge, was mache ich da? Ey, das ist so dumm eigentlich. Bevor ich mir das Ganze richtig angeschaut habe, habe ich den Kundensupport von CrossFitize angerufen und habe gefragt, ob das überhaupt so möglich wäre als Privatperson. Das Einzige, was man eigentlich braucht, ist ein Gewerbe. Und dann kann man halt easy angeben, dass es einfach für Werbezwecke dient und dann kommt man da eigentlich schon durch. Machen. Und, was ich auch nicht wusste... Ich will einfach einen Werbespot buchen, wo ich einfach so weiß, ein Kollege geht in der Zeit ins Kino und ich will ihn einfach wegbeleidigen. Das wäre so geil. Stell dir mal vor, du gehst ins Kino und du gibst dafür 10.000 Euro, dass eine Woche lang der Kollege im Kino beleidigt wird. Du kannst jeden Scheiß... Stell dir vor, der hat so ein Date. Stell dir vor, du hast ein Date und ich buche dann so eine Werbung, wo ich einfach so übelst mies Hops nehme. Nee, hier so eins. Daniel, ha? Du mit deinem kleinen Schwanz. Weißt du, irgendwie einen auf den so, das wäre so funny. Also du musst mal Professionelles aufnehmen. Irgendwie nehmen wir Hops. Du kannst theoretisch auch 13 Sekunden einfach Blackscreen laufen. Einen auf... Sandra. Hey, Mäuschen. Hör auf zu trinken. Was sind das für ein Scheißegal, Hauptsache die bekommen ihr Geld. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, sind politische und religiöse Sachen, aber ansonsten sind die da mit allem fein eigentlich. Lange habe ich gebrainstormt, was ich eigentlich so genau in meiner Kinowerbung machen soll. Vielleicht hätte ich mir die Gedanken auch mal vor der Buchung machen sollen. 13 Sekunden sind ja eigentlich gar nichts so. Und ich dachte mir so, was kann mich von anderen Kinowerbungen abheben? Und wie ihr alle wisst, sind alle Kinowerbungen so richtig krank Blockbuster-mäßig produziert. Deswegen dachte ich mir, machen wir das andersrum. Wir machen das Ganze ein bisschen trashig mit einem Greenscreen. Was mir auch noch wichtig war, ist, dass ich fett vor der Kamera bin, dass alle Kinobesucher mein Gesicht sehen müssen. Ich bin hier gerade am Einstellen, ich will meinen Hintergrund so übelst clean haben und habe jetzt zum ersten Mal auch so meinen Greenscreen hier aufgebaut, wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt. Und jetzt können wir, wow, krass, was heutzutage alles möglich ist. Mein zweiter Gedanke war dann, wie werde ich interaktiv mit den Kinobesuchern? Wie kann ich noch die Anzahl der Kinobesucher, die an der Werbung sozusagen interessiert sind und darauf aufgesprungen sind, herausfinden? Ich habe mir dann gedacht, wir cheaten mal ein bisschen und erstellen mal eine Website. Hallo Leute, zur Abwechslung mal eine ungewöhnliche Kinowerbung. Mein Name ist Seltix und ich mache Selbstexperimente auf YouTube. Ich habe hier leider nicht so viel Zeit, deswegen geht doch mal bitte auf die Website warten.eu und schaut, was passiert. Ich verspreche es euch, es wird sich lohnen. Ey, was mache ich da eigentlich? Es ist so dumm, Alter. Wenn das wirklich durchgeht und die das jetzt bestätigen... Die Website ist so ein Keylogger, der so Viren einfach so die ganzen Passwörter von den Leuten scammt, übersmart. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr professionell. Sieht ein bisschen aus wie bei Hyperball, oder? Warten.eu, meine erste eigene Website. Shoutouts gehen raus an Sven Schwede, der mir bei der Website geholfen hat. Beziehungsweise ich habe nichts gemacht, außer ihm die Anweisungen zu geben. Aber was ist überhaupt auf warten.eu? Zusätzlich haben wir noch eingestellt, dass man auf der Website sehen kann, wie viele Leute schon insgesamt auf dieser Seite drauf waren. Ich wollte eigentlich am Anfang noch mehr so frischere Namen für die Website haben, so zum Beispiel irgendwie so klickmich.de oder unsergeheimnisoursecret.de, damit sich die Zuschauer denken, what the fuck, was für ein Geheimnis, ich muss unbedingt auf diese Seite gehen. Allerdings kann dann auch die Befürchtung, dass die Zuschauer eventuell denken, dass es irgendwie so eine Scam-Seite ist oder sowas, wo ich irgendwie so Leute anwerben möchte mit so, kommt in die Gruppe und so ein
Ich bin gay.de. Bro, ich... Deswegen habe ich... Nee, das stell dir mal vor, hätte diese Domain genommen. Das hätte dann wahrscheinlich nicht funktioniert, oder? Ich gedacht, machen wir das ein bisschen... Dann, die oder? Person wäre gay gewesen, ja. Crispy Clean und nennen die Seite warten.eu, weil die Leute im Kinosaal natürlich warten auf ihren Film. Ich denke, ich hätte das gerade nicht nochmal erklären müssen. Das fertige Video habe ich dann zu Crossfertise geschickt, damit die das dann sozusagen an Cinedome schicken können. Vertrau mir, Bruder.de. Abchecken und sowas. Und tatsächlich habe ich mich ein bisschen gewundert, dass die das sofort angenommen haben. Crazy. Denn ich habe gedacht, eventuell lehnen die das auch ab, weil ich ja sozusagen meine eigene Website bewerbe. Und stellt euch mal vor, warten.eu ist gar nicht so eine Seite mit einfach nur so einem Text, sondern ich blende einfach so einen fetten Schwanz ein. Ich glaube, das würden die meisten Kinobesucher nicht so feiern und beschweren sich dann halt im Kino. Also ich habe mich schon ein bisschen Junge, gewundert, dass sie das einfach Bro, so wieso? Ohne eine Frage oder so angenommen haben. Aber cool auf jeden Fall für uns. Jetzt hieß es eigentlich nur noch abwarten. Aber krass. Ich finde das so krass. Guck mal, wenn Influencer irgendwie einen Scheiß bewerben, einfach weil sie es nicht so richtig hundertprozentig gecheckt haben, so wo kommt die Firma hier her, was produzieren sie genau? Keine Ahnung was. Shitstorm des Todes. ProSieben, RTL, Kinowerbung, gucken nicht mal. Das ist einfach so, gib Geld und dann spielen wir das. Ja, ja. So, weißt du, ganz anders, ganz anders, ja, true. Okay, Freunde, es ist der 12. August. Heute ist der Tag, wo die Kinowerbung anfängt zu laufen für eine ganze Woche. Ich habe auch schon geguckt, welche Filme diese Woche in Kinosaal 5 laufen werden. Und tatsächlich ist es leider nur einer. Es ist, sage ich mal, okay. Es könnte besser sein, denn es laufen actually gerade echt gute Filme in den Kinos. Zum Beispiel Suicide Squad, Cash Truck, Fast and Furious 9, das wäre der absolute Traum gewesen. Aber wir haben den Film Free Guy bekommen. Es ist jetzt nicht schlecht, wird euch wahrscheinlich nicht viel sagen. Ist so eine Action-Komödie ab 12. Also eigentlich voll nice, so von der Zielgruppe her. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich eine 12-jährige Zuschauer habe, aber ihr wisst, was ich meine da. Also er hat nur 12-jährige Zuschauer, würde ich damit sagen, oder? Genau, so 16, 17, 18-Jährige hin. Dreimal Free Guy. Du guckst gerade auch, du bist gerade auch Zuschauer. Ja, stimmt. Ja, lost. Am Tag im Kinosaal 5 und jedes Mal wird meine Kinowerbung laufen. Ich werde selbstverständlich auch in den Film reingehen, um zu gucken, wie gefilmt. Das von dort dass er da sitzt und das so das ausschaut. Momentan haben 6... Dann so rausgeschmissen wird, weil man den Kino nicht filmen darf. 30 Leute warten.eu schon besucht. Ich glaube, 15 Mal war es ich und 21 Mal Sven. Einfach, um das zu checken. Ich hoffe, das wird sich heute ändern. Ich hoffe wirklich, dass es klappt. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass es nicht klappt oder dass es irgendwie einen Fehler gibt oder dass es nicht ausgestrahlt wird oder so. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob ich irgendwelche Insta-DMs bekommen habe und ob mehr Leute auf die Internetseite gegangen sind. Und es sind tatsächlich jetzt mittlerweile 54 Besucher. Ich bin ehrlich zu euch, ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr erwartet und ich habe keine einzige Insta-DM bekommen. Ich bin mir Real Talk nicht sicher, ob die Werbung überhaupt läuft, aber ich habe mir gerade vielleicht gedacht, dass heute nicht so viele Leute im Kino sind oder so. Ich rufe da morgen auf jeden Fall nochmal an und frage, ob alles okay ist und so. Aber erster Tag kam einfach gar nichts. Und das hat mich eigentlich schon verwundert, um ehrlich zu sein. Doch am zweiten Tag ging es dann los. Ganze 2 Insta-DMs habe ich bekommen und ich habe mich Real Talk voll gefreut, weil mir dann wirklich bewusst war, dass die Kinowerbung wirklich läuft. Die nächsten Tage lief es ähnlich. Es gab mal einen Tag, wo keiner geschrieben hat. Dann am nächsten wieder jemand. Aber es waren nie super viele. Am Samstag bin ich dann mal selbst ins Kino gegangen, um mir das Ganze mal persönlich anzugucken. Ich bin nicht allein ins Kino gegangen, sondern ich habe noch Alina mitgenommen. Die wusste natürlich von nichts Bescheid. Ich habe... So wie... Also... Es ist... Schlaganfall? Ja. Es ist funny, wie das einfach, also wie man das einfach machen kann im Kino, so Werbung. Ja, yeah, so viel Satz, random stuff einfach. Den Satz habe ich sehr lange gebraucht, Mann. Wie gesagt, es wird eine kleine Überraschung. Wir gehen ganz normal ins Kino und es wird irgendwas passieren. Natürlich ist sie nie auf die Idee gekommen, dass ich in der Kinowerbung auftauche. Okay, Alina, wir gehen jetzt in einen Film rein. Du weißt aber nicht, wohin, gell? Wir sind hier gerade am... Wieso abends du die ganze Zeit so schwer? Was ist mit dir? Das ist normal, wenn so Wetter... Umstellung ist. Weißt du, so einen Tag regnet es, einen Tag ist warm, dann kriege ich schlecht Luft. Okay. Und Rauchen macht es aber besser. Alles klar, okay, dann macht das. Was machst du? Alter, sie hat legit keine Ahnung, guckt euch sie an. Guckt sie euch an. Guck, die Zuschauer wissen, was passiert. Du weißt es nicht. Ne? Du ernst das ernst? Ja. Was soll denn passieren? Wir sehen uns beim Film. Hast du schon eine Vermutung, was passieren wird? Ja, dass du tanzt. Tanzaufführung. Tanzaufführung, stabil oder was? Stell dir vor. Geht's hier los? Das wäre unnormal witzig. Ja. Hallo Leute, zur Abwechslung mal eine ungewöhnliche Kinowerbung. Mein Name ist Deltings und ich mache selbst Experimente auf YouTube. Ich habe leider nicht so viel Zeit, deswegen geht doch mal bitte auf die Website warten.eu und schaut, was passiert. Ich verspreche es euch, es wird sich lohnen. Ist das unangenehm? Ist das unangenehm? Boah, ist das unangenehm. Geht man als Schauspieler in seinen eigenen Film und guckt den mit einem Date? Nee, auch nicht, oder? Wer ist sie? Ist das seine Freundin? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das seine Schwester. Keine Ahnung. Also, nee, weiß ich. Also.
Wie ich das gemacht habe? Ich weiß es nicht. Was? Ja, geh mal auf die Website. Eine Freundin, okay. Du bist dumm. Warum machst du sowas? Hä? Warum bin ich dumm? Ist doch cooles Marketing, oder nicht? Ja, guck mal, wie viele Leute hier sind. Was war so wild? Ja, cool. Jetzt fängt der Film an. All in all waren es ganze 153 Leute. Die Seite besucht haben und 7 Leute haben mir eine Insta-DM geschickt. Also um ehrlich zu sein, habe ich mit mehr gerechnet. Ich sage euch ehrlich, ich war echt nervös davor irgendwie. Es war einfach ein richtig komisches Gefühl, mich da auf dieser riesen Leinwand zu sehen. Vor allem, es waren auch echt viele Zuschauer. Ich glaube, um die 100, vielleicht auch ein bisschen mehr Leute waren da. Ich würde es nicht wieder machen. Es ist mir ein bisschen zu teuer für diesen Spaß. Auch kommerziell würde ich sagen, lohnt es sich. Eine Seite mit einem Pimmel machen. Sich nicht für den Preis. Keinpimmel.de. Jedenfalls als YouTuber. Ich weiß nicht, worth it das für ein Marken- und Unternehmen ist. Aber für das Video war es auf jeden Fall cool. Für die Erfahrung und für meine Enkelkinder, den ich das erzählen kann. Ja, in der Videobeschreibung findet ihr meinen PayPal-Link, da könnt ihr mir gerne irgendwas spenden. Leon, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, mein Lieber.